Hallo zusammen und willkommen. Viele Menschen kennen nur den herkömmlichen Haushaltszucker als Süßungsmittel. Vielleicht kommt ihnen auch noch Honig in den Sinn, wenn sie nach einem Ersatz für Zucker suchen. Doch es gibt tatsächlich noch einige andere Süßstoffe, die nur eher unbekannt sind. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1 – Saccharin. Saccharin wurde 1878 entdeckt und ist damit der älteste synthetisch hergestellte Süßstoff. Er süßt 300 mal stärker als Zucker, hat aber in höherer Konzentration einen bitteren Beigeschmack. Da der menschliche Organismus Saccharin nicht verwerten kann, liefert er ihm auch keine Energie. Es ist unbedenklich für die Zähne und als Süßungsmittel für Diabetiker geeignet. Nummer 2 – Aspartam. Eine der bekanntesten synthetischen Süßungsmittel ist Aspartam. Es hat eine etwa 200 mal höhere Süßkraft als Zucker. Der Energiegehalt kann mit dem des Zuckers verglichen werden. Durch die höhere Süßkraft brauchst du aber weniger Aspartam als Zucker, sodass ein Ausweichen auf Aspartam bei Diäten und Diabetes mellitus Sinn macht. Da er außerdem süß schmeckt, wird er gerne statt Zucker eingesetzt. Allerdings haben Studien mittlerweile gezeigt, dass Aspartam einige Nebenwirkungen hat. So entstehen bei der Verarbeitung von Aspartam im Körper Nervengifte, die unter anderem zu Gedächtnisverlust, Hörverlust, Blindheit und Depression führen können. Nummer 3 – Acesulfame Potassium. Ähnlich wie Aspartam süßt auch dieses Mittel rund 200 mal stärker als herkömmlicher Zucker. Hierbei handelt es sich um ein Süßungsmittel, das keinerlei energetische Wirkung besitzt. Einfach ausgedrückt schmeckt es süß, es wird aber vom Körper nicht verstoffwechselt und damit wird keine Energie gewonnen und es wird wieder unverbraucht ausgeschieden. Damit ist dieses Süßungsmittel für Diabetiker geeignet. Nummer 4 – Sucralose. Sucralose süßt etwa 600 mal stärker als Zucker. Die Süße entwickelt sich nicht während des Kauens, sondern nach dem Schlucken. Es bildet sich ein anhaltender süßer Geschmack. Sucralose ist für die Zähne unschädlich und führt nicht zu Karies. Da Sucralose hitzestabil und gut löslich ist, ist es fürs Backen und Braten gut geeignet. Es handelt sich auch hierbei um ein synthetisches Süßungsmittel, das laut Hersteller nicht verstoffwechselt wird und damit zum Beispiel auch für Diabetiker geeignet ist. Andere Untersuchungen haben aber ergeben, dass Sucralose sehr wohl zum Teil energetisch wirkt. Zudem kann es die Darmflora bis zu 50% schädigen. Sucralose kann auch verschiedene Nebenwirkungen aufzeigen, wie zum Beispiel Migräne, Sehstörungen, Heißhungerattacken und damit das verstärkte Verlangen nach Kohlenhydraten. Nummer 5 – Neotam. Neotam ist ein Süßstoff, der zwischen 7000 und 13000 mal so stark süßt wie normaler Zucker. Er wirkt geschmacksverstärkend. Es wirkt nicht kalorisch und aufgrund der starken Süßkraft braucht man nur ganz geringe Mengen an Neotam zum Süßen. Deshalb ist es auch als diabetisches Nahrungsmittel geeignet. Nummer 6 – Advantame. Es handelt sich bei Advantame um eine Ableitung von Aspartam mit einer Süßkraft von 37000. Advantame hat eine geschmacksverstärkende Wirkung. Durch die hohe Süßkraft wird der Stoff allerdings nur in geringen Mengen benötigt. Advantame wirkt nicht kalorisch und hat auch keine negative Auswirkung auf die Zähne. Nummer 7 – Stevia. Stevia ist ein pflanzliches Süßungsmittel, dessen Süßkraft bis zu 300 mal stärker ist als die des üblichen Zuckers. Stevia besitzt so gut wie keine Kalorien und ist wasserlöslich. So eignet sich Stevia zum Beispiel gut zum Süßen von Tees. Allerdings wird Stevia so stark verarbeitet, dass es so wie es heute im Supermarkt zu kaufen ist, kaum noch Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen naturbelassenen Pflanzenstoff hat. Nummer 8 – Die Monkfruit. Die Frucht ist ein natürliches Süßungsmittel aus Südostasien. Die Süßkraft ist etwa 150 bis 200 mal höher als bei herkömmlichem Zucker. Unser kurzes Fazit. Es gibt einige Möglichkeiten, normalen Haushaltszucker als Süßungsmittel zu vermeiden. Allerdings werden viele der Süßungsmittel synthetisch hergestellt und es empfiehlt sich genau zu überlegen, welches Mittel geeignet ist. Gerade Aspartam wurde früher oft als Zuckerersatz angepriesen. Heute weiß man aber um die gesundheitlichen Nebenwirkungen von Aspartam, die nicht im Verhältnis zu den positiven Eigenschaften stehen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.